Ich erzähle etwas über meine erste Schallplatte. Und zwar war das eine von Otto. Ich glaube, sie hieß Der ostfriesische Götterbote. Und die gab es zu Ostern. Das heißt, also sie musste danach suchen. Aber sie hat das offensichtlich dann überstanden. Und ich konnte sie nachher anhören. Also das Besondere war, ich konnte nachher alles, was da drauf war, auswendig. Ja, und das ist auch jetzt immer noch schön, weil meine Frau nämlich diese ganzen Sketche auch kann. Ne? Und deswegen erzählen wir uns die halt immer wieder nochmal.